5 Fragen, um den perfekten Traumjob zu finden. Nummer 1. Wo liegen meine Stärken? Wenn du deine Stärken optimal einschätzen kannst, dann kannst du sie auch optimal einsetzen. Also geh ganz ehrlich mit dir selbst ins Gespräch und frag dich, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen? Nummer 2. In welchem Umfeld will ich arbeiten? Arbeite ich lieber im Büro oder im Homeoffice? Lieber mit fremden Menschen oder am Computer? Lieber im Außendienst oder in geregelten Arbeitszeiten? All diese Fragen solltest du dir stellen, bevor du auf Jobsuche gehst. Nummer 3. Was sind meine Leidenschaften? Was würde dich richtig glücklich machen, wenn du das jahrelang Tag ein, Tag aus machen könntest? Auch diese Frage führt dich zu deinem Traumjob. Nummer 4. Auf welche Jobs bist du neidisch? Neid ist natürlich so ein großes Wort, aber eigentlich ist es in diesem Kontext was relativ Gutes. Wenn du nämlich weißt, worauf du neidisch bei anderen Jobs bist, weißt du, was deine Auswahlkriterien sind. Nummer 5. Was würdest du umsonst machen? Wenn dir jemand sagt, Geld spielt keine Rolle, was würdest du am liebsten machen? Was wäre dann deine Antwort? Wenn du alle 5 Fragen zusammenzählst und alle Kriterien aufgeschrieben hast, dann solltest du deinem Traumjob schon relativ nah sein. Für mehr Tipps wie diese, folge Testhelden.